Und damit herzlich willkommen zum Let's Show von unserer Hobbit-Stadt. Ich bin jetzt hier auf dem Coolcraft-Server. Hier ist irgend so ein User, der mich natürlich schon voll spammt mit irgendwelchen Snow. Die will ich gar nicht haben, lass mich mal in Ruhe. Ich und auch um Kifchi, den ich gleich erstmal in der Hobbit-Höhle abholen werde. Wir wollen uns mal, wollen euch mal das Hobbit-Dorf zeigen. Gehen wir hier in das Reisebüro. So, dupdi-dup. Treppe hoch. Wir werden verfolgt, das finde ich gar nicht toll. Hey, du, geh mal weg. Hey, ich will keine bezeugen. Vielleicht können wir ihn ein bisschen trollen. Wir können ja so tun, als würden wir hier irgendwo hingehen. In Wirklichkeit gehen wir da gar nicht hin. Was folgt er mir nämlich? Ich will auch nicht, dass er mir folgt. Nein! Auf jeden Fall, hier seht ihr ja die Hobbitstadt, da gehen wir auch sofort hin. Ich tue jetzt so, als würde ich in die China-Stadt gehen und gehe dann in die Hobbitstadt. Und... So, jetzt hoffe ich, dass er das... Okay, jetzt schnell weg hier, bevor er hier hinterher spawnt. So, also das ist der Spawn von der Hobbitstadt. Viel Spaß beim Erkunden. Also, wir haben hier den Spawn. Also alles natürlich schön auf Landschaftsgestaltung angepasst, dass es möglichst authentisch aussieht. Hier ist die erste Hobbit-Höhle, die ich gebaut hatte. Die können wir euch am besten gleich mal zeigen. Aber ich hole jetzt erstmal den Aurum Kifchi ab, unseren fetten Hobbit, der hier irgendwo in der Bude hockt. Jetzt werden wir hier hochgehen. So, ist er da schon da? Ah, da ist er ja. Da müssen wir mal klingeln hier. Bing bong. Oh. ich wollte eigentlich nur klingeln, aber er hat direkt die Tür eingeschlagen. Ist auch okay. So, also. Guten Tag. Guten Tag. ja. Also, okay. Ja. Ja, Polizei, guten Tag. Ja, komm mal mit. Also, zeig mal am besten mal deine Hütte am besten direkt. Dann gucken wir uns die mal direkt an. Also, warum? Die ist doch nicht fertig. Ist egal. Den wunderschönen Esstisch und so. Oh. Ja. Mit einer schönen schwarzen Stofftischplatte. Ist natürlich super stabil. Danke. Hier hat sie irgendwie das akute Bedürfnis, irgendwie 1000 von Fackeln gegen die Wand zu klatschen. Ich habe gesagt, ich bin noch nicht fertig, aber okay. Ja, ich habe ein wunderschönes Schlafzimmer. Wunderschönes Schlafzimmer? Alles klar. Ja, ein wunderschönes Schlafzimmer. Und, ja, keine Ahnung. Wohnzimmer, Klappertaubungstisch und Lager. Alles klar. Schick. Muss man schon sagen. Irgendwelche sinnvollen Sachen hier drin, die ich nicht reinkomme. Super. Egal. Ja, Kruse hat die gesaved. Alles klar. So. Dann gehen wir mal ein bisschen durch die Stadt und zeigen euch mal das hübsche Hobbit-Dorf, was wir hier zusammen gebaut haben. Also da haben jetzt schon einige User dran gebaut. Ich will jetzt nicht anfangen, Namen zu nennen, weil dann vergesse ich nachher sowieso irgendwen. Und das will ich den Erbauern nicht antun, bevor sie am Ende jemand sich am Video beschwert. Also es haben, ich schätze mal so, 10 Leute an der Hobbitstadt mitgebaut. Zeig natürlich erstmal ich zeige jetzt mal die Hütte, die hat natürlich der, also ich selber, Dark Razy Tuck gebaut. Wir haben uns alle so ein paar Hobbit-Namen ausgedacht. Ja, unser eigentlich wirklicher fetter Hobbit in dieser Stadt. Genau. Okay, mein Texture Pack, ich meine, ihr werdet es sehen, das ist halt nicht Hobbit-mäßig. Das ist jetzt schon nicht, ich bin normalerweise ein modernen Bauer und so ein Edelstahlherd passt halt nicht ganz so in die Umgebung rein, wie es so die Hobbits quasi haben. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, falls ihr Interesse an Texture Pack habt, könnt euch natürlich gerne an mich wenden. Das ist eigentlich nur eine Zusammenstellung aus mehreren Texture Packs und ich habe einfach das Beste rausgesucht. Das ist mein Lager quasi. Na, wo ist der fette Hobbit? Da ist der fette Hobbit. Okay, mitkommen. Ja, so, was? Jetzt gehen wir mal. Hier. Was? Selber fett. Okay, ja, ich bin selber fetter Hobbit. Das hier ist übrigens so eine Idee gewesen, die ich hatte, weil ich mir dachte, komm, der Hobbit braucht doch irgendwie so einen unterirdischen Pool, aber dann Pool irgendwie zu modern ist, habe ich einfach so unterirdische Grotte mit Glowstones und sonstigem angelegt. Es ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man eigentlich in Minecraft noch keinen Luftblasen unter Wasser machen könnte. Also meinst du, wenn ich jetzt oder man noch nicht kann, weil... So nein, ich meine jetzt, dann könnte man hier ganz dann hängen so... So, ich würde trotzdem sagen, gehen wir mal weiter, weil ich will das, wollen mal gucken, dass wir jetzt möglichst viel in das Video reinkriegen von Informationen und von Sachen von der Hütte. Also ihr habt schon mal einen kleinen Einblick gesehen, wie die Hobbit-Hütten so aussehen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr so detailliert auf jede Hobbit-Hütte eingehen. Könnt ihr vielleicht, um ein paar User glücklich zu machen, noch mal ein paar Hobbit-Hütten angucken. Jetzt wird es natürlich Nacht, das ist natürlich für ein Let's Play-Video. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Na, komm mal ruhig mit, wir gehen ruhig hier lang. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir Nacht. Oh mein Gott, ist aber auch nicht sonderlich schlimm. Dann haben wir halt einen Nacht-Let's-Show. Wirkt das alles hier ein bisschen mulmiger.
Ja. Da geht es übrigens zu Heybo Beutlins Farm. Die gucken wir uns jetzt nicht an, weil der ist auch noch im Bau quasi, also Hobbing im Auenland. Wir wollen jetzt einfach mal hier runtergehen und schauen uns mal als erstes dieses hübsche Feld an. Wir hüpfen mal hier rüber. So. Ja, wenn nicht die Beine brechen. So. Nee, ich doch nicht, ich doch nicht. Genau, also wie ihr seht, wir rennen jetzt hier quer übers Feld, so ist natürlich offiziell. Wir haben natürlich eine Windmühle, die wurde von dem Chris DJ erbaut. Er hat hier echt gute Arbeit geleistet. Das Geräusch, was inklusive des Feldes. Ja, genau, das Feld, das war auch, da haben wir echt stundenlang dran gesessen, nicht immer schön Haken, Dingsfarben drauf. Ich glaube wirklich nicht länger als eine halbe Stunde oder so. Ja, es hat aber trotzdem ewig gedauert gefühlt, hier hat einer was vergessen. Das ist übrigens unser absolut geiler Mahlstein. Sie macht das total bescheuerte Finger und backt hier irgendwie die ganze Zeit rum. Wir gehen mal weiter. Hier ist noch so eine Hütte. Ich würde sagen, wir kürzen einfach mal kurz ab. Na komm. Ja, ja, genau. So, hüpfen wir mal hier hoch. Die Hütte, die man da so quer in den Berg sieht, die hat der Seha gebaut. Dieses Panorama müsst ihr euch einfach geben, das ist einfach atemberaubend, jetzt mal ohne Scheiß. Also, wir haben den See künstlich angelegt, wir haben hier die ganze, Promenade mit diesem Steg komplett an die Landschaft versucht anzupassen. Die ganzen Hobbit-Hütten rundherum, die natürlich die diese Herr-der-Ringe-Brücke quasi mit der Mühle und dem großen, der großen Gaststätte kann man ja auch sagen. Ich glaube, Gaststätte passt besser an der Stelle. Genau. Wir gehen jetzt mal runter. So. Und das ist die Hütte vom Seha, die finde ich auch sehr schick eigentlich geworden. Also sehr auf mit Farben gearbeitet, nicht so stumpf und langweilig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal einmal außen rum um das gesamte Areal. Wir können das auch quer durch den See schwimmen, aber ich denke mal, das ist nicht so spannend. Angebracht. Genau. Na, kommt da hinterher. Ins Wasser fallen. Hier haben wir natürlich diverse Hütten. Ich meine, das hier wäre diese Hütte vom... Lass mich irren. Okay, wie weißt du das noch? Ich meine, das wäre diese... Ist die von dem Alex Schulze? Kann das sein? Auch gerade, keine Ahnung. Ich glaube, das war der andere da. Das war dieser Matze-Atze. Das ist die Hütte von Matze. Das ist nicht. Ich meine Matze-Atze. Weil ich verwechsel Matze. Ich verwechsel Matze-Atze und Alex Schulze irgendwie immer. Weil das alles. Ich weiß auch nicht, wo ich die verwechsel. Das ist. Da kann man nicht rein. Ja, genau. Kann man nicht rein, weil er seine Tür nicht entsichert hat. Das Teil da drüben haben wir ja auch entsprechend gebaut. Das soll ja eine Schmiede darstellen. Ich gucke es jetzt nicht komplett an. Das wurde auf jeden Fall von Freddy TV gebaut, das Teil. Da dachte ich mir, da hauen wir auch mal hier rein. Jetzt mal quer durch die Mühle durch. Natürlich schön alles hier mit Kamin und so. Genau, das Mühlrad. Das Mühlrad ist hier übrigens nicht komplett. Wenn wir jetzt mal über die Brücke gehen, seht ihr hinten das Mühlrad. Also auch schon viel auf Detailreichtum quasi geachtet. So, wie ihr seht, noch nicht ganz fertig hier. Es gibt so ein paar Sachen, die wir schon eingerichtet haben. Zum Beispiel, er haut jetzt gerade mal ab und verpisst sich hier. Ja, immer klar. Okay, zurückkommen. So, komm da. Okay, so. Hier ist auch noch leer. Aber wir gehen jetzt mal direkt in die Gaststätte. Die Gaststätte oder beziehungsweise das ganze Gebäude, was ihr hier seht, das hat eigentlich größtenteils der Bau wohl komplett alleine gebaut. Also erstmal Respekt dafür. Der hat da echt den ganzen Tag und teilweise auch 2 Tage dran gehangen an diesem Ding und hat dann... Ich weiß nicht, 6-7 Stunden, ich weiß nicht, wie viel Zeit da reingesteckt hat. Auf jeden Fall in dem Sinne, auf jeden Fall schon, wow, geile Arbeit. Das ist quasi so die Hobbit-Gaststätte, mit natürlich halt Theke hier und ordentlichen Hockern und dem großen, fetten Butterbierfass. Deine Leibspeise, ne? Leibspeise, Butterbier, Leibspeise, Butterbier, Butterbier, steht total drauf. Total immer, klar. Genau, wir gehen jetzt mal weiter. Also das heißt, die Gaststätte ist noch nicht ganz fertig, wie ihr gesehen habt. Natürlich haben wir auch das Gasthaus zum tänzelnden Pony hier, was man auch aus dem Film kennt. Natürlich nicht 1:1 nachgebaut, wir wollten da ein bisschen Eigenkreativität reinbringen und haben einfach mal gedacht, wir bauen jetzt immer so ein bisschen holzmäßig mit einem großen, hohen Decke, was für die Hobbits natürlich eher untypisch ist, aber wo wir dachten, das kommt bestimmt gut an und sieht auch bestimmt nett aus. Rezeption, ja, wenn man es dann braucht, hier einzelne Zimmer, hier unten haben wir kleinere Zimmer, mit natürlich Badezimmer, zumindest ist mehr so... Was man auch wirklich Waschbecken. So braucht, ja, und das ist auch damals vor allem, was man in Minecraft absolut braucht, weil man ja auch ständig auf Toilette muss irgendwie in Minecraft. Ja.
Ja, was noch fehlt, ist eigentlich so eine Küche, in der man sich dann wirklich selber bekochen kann. Ja, ich gehe auf jeden Fall nochmal nach oben. Schau mal oben an. Wie kann ich mal unten bleiben? Dann bleibt man unten stehen. Guck mal, kann man gleich hier runter gucken. Guck mal, da ist er. Irgendwo ist er. Da ist er. Irgendwo. Ne, okay, er will nicht. Er ist ein bisschen scheu, ein bisschen kamerascheu, dann traut sich ungern da so für die Kameras. So. Genau. Das sind auch, wie gesagt, alles Hotelzimmer, die wir eingerichtet haben. Meistens parallel gespiegelt, einfach nur. Ich denke aber, das sollte ausreichen, um jetzt euch die Gaststätte mal ein bisschen zu zeigen. Genau, wir sind einfach mal so bescheuert. Ein bisschen kann man ja auch noch spielen, so. Einmal durchs Fenster werfen. Ja, so voll Feuerwehr-Style irgendwie. So, das ist quasi den Platz kennt ihr sicherlich. Das ist der entsprechende, dieser Festplatz aus dem Film. Natürlich mit Feuerwerk und allem. Wir wollen natürlich hier tolles Entertainment haben. Oh, guck mal, wie er ja sich ins Zeug legt mit dem Knopf gedrückt. Ja, absolut geil. Also atemberaubende Effekte hier. Wir gehen mal weiter hier. Hier, die Hütte, wurde auch von Seha gebaut. Wie man sieht, das ist dieser typische Rundbau, den er auch bei seiner anderen Hütte schon benutzt hat. Finde ich eigentlich ganz geil. Wir können auch mal gerne reinschauen. Da freut er sich wahrscheinlich, wenn wir hier so ein bisschen seinen Teil immer näher bringen. Also auch große Eingangshalle, wie man sieht. Okay, er sammelt anscheinend Ambosse irgendwie. Hat er mit Parteien Spaß dran, weiß ich nicht genau. Jeder braucht ein Hobby, also von daher sag ich mal, soll er machen. Ja, und auch großes Schlafzimmer. Also wie gesagt, ich finde die Bude auch nicht schlecht. Also. Sogar mit Dachluke nach oben, also kann man eigentlich nichts meckern. Ja, so. Essest du ja auch in einer deiner Hütten. Ja, das ist hier natürlich auch wieder so. Ja, da habe ich angefangen, irgendwas zu bauen und dann irgendwie die Motivation verloren, das weiterzubauen, weil es einfach viel zu groß wird. Ich muss mal gucken. Entweder haue ich das ganze Ding weg und baue da zwei Hütten hin, oder ich lasse es stehen und baue es nochmal zu Ende. Mal gucken. Was meint ihr? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich dieses, ich sag mal, Meisterwerk, wenn man es so nennen darf, weiterbauen soll oder ob ich es abreißen soll und entsprechende kleine Hütten hinbauen soll. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, da freue ich mich mal drüber. Die Hütte hier ist unscheinbar zu erkennen von diesem Vogel hier, der mir vor mir rumrennt. Allerdings glaube ich auch noch nicht fertig, wenn ich mich nicht erinnere. Nee, noch nicht ganz. Also gibt es schon Innenleben oder ist das von nur bislang raus? Ja, es gibt einen Raum und das war's. Oh ja, ist noch nicht mal fertig. Natürlich auch diese wunderschönen, tolle Dirt-Wand, die natürlich absolut atemberaubend. Bei dieser Wand habe ich mir besonders Mühe gegeben. Ja, man sieht das auch vor allem, diese parallele Anordnung von den beiden Aussparungen. Das war mir sehr wichtig, dann eben auch nicht zu explizit die Fackeln zu setzen und ja. Genau. Also ich denke mal, da wird mit Sicherheit später nochmal ein Video vielleicht kommen mit den entsprechenden kompletten Hütten, die da alle mal fertig sind. Das ist ebenfalls noch so ein Ding hier, soll irgendwie eine Bücherei werden, aber bislang sehe ich nichts außer einem großen Raum mit vielen Büchern. Einigen ist cool. Ich meine, was natürlich lustig ist, man kann euch das mal angucken, wenn ihr mal runter hüpft. Ich will jetzt ein Buch haben, ja? Ich gehe hin und breche mir erstmal das Genick. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Inwieweit ja, das. Ja, Buch ab. Vor allem, das Problem ist, dass man als normaler User, was ich ja nicht bin, hier wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommt, weil es einfach keine Treppe gibt. Oder haben die hier eine Treppe? Ja, das ist eine Treppe. Tatsächlich, sie haben sogar eine Treppe aus Dreck. Ich meine, das ist natürlich auch sehr modern. Oh, hier ist noch eine. Ja, die absolut. Also guck mal hier, also hier haben sie dran gedacht, hier kann man dann die Bücher endlich. Ja, man kann dann entsprechend an der Stelle übrigens dann die Bücher. Die ganze andere, sag ich mal, A bis M ist nicht erreichbar, aber hier hinten wenigstens, sag ich mal, N bis Z ist alles drin. J ist erreichbar. Genau. So, jetzt gehen wir natürlich noch hier einmal oben rum, weil wir auch den Rundgang komplett einmal, wir sind jetzt einmal so, den halben Rundgang haben wir rum. Ja, wir werden jetzt mal hier hochlatschen. Wo ist unser Kiftschi? Der kommt hinter uns her. Ja, immer. Ja. Hängt mir am Arsch wie so eine Klette. Wird man nicht mal los, wenn man einmal hinten dran hängen hat. Richtig schlimm. Mm. Nein. Nein, war ein Scherz. Ja, so. Also, ja, der Baum hat auch. Ich verzichte gerne da, oder wie war das? Ich glaube, der Baum hat auch einen leichten. Ich würde mal sagen, also, wenn man das jetzt quer rauf guckt, sieht es fast aus wie ein Karo, aber ich glaube auch irgendwie wahrscheinlich leicht Wirbelschlag. Wie so eine Raute. Ja, ich weiß auch nicht, wer das Ding gebaut hat. Sind natürlich auch wieder schön die Brücken hier gemacht. Ich zeige euch das jetzt mal gerade in der Flyer-Ansicht, weil diese Brücke ist einfach nur geil. Die hat, ich meine, auch sogar auch im Kiftschi zusammen mit dem Sunny gebaut. Nein, alleine. Sunny alleine? Ich habe endlich etwas alleine befestigt. Oh, das ist geschafft, etwas alleine zu bauen. Wer fliegt denn da oben rum? Was ist denn das für ein Ordnung? Benef. Und wer fliegt denn da oben? Und Sunny. Wenn man vom Teufel spricht, da kommen sie direkt raus.
natürlich wollen wir natürlich passend zu dem Sunny hier auch entsprechend mal die Hütte zeigen, die der Sunny gebaut hat. Man hat auch einige gebaut. Ich gehe einfach mal, brechen einfach mal ein. Auch alles sehr nett so mit den ganzen Geschichten hier und hier alles wunderschön. Wir rennen mal weiter. Lass mich nicht so lang machen. Wir gucken mal, dass wir hier vielleicht noch die Hütten oben angucken. Ich meine, das ist auch geil. Hier muss man erstmal Leistungssport betreiben, bis man hier hochkommt. Auch eine nette immer. Hütte. Ebenfalls sehr schöner Style. Ich meine, er mag gerne mit diesem Clay arbeiten. Das sieht in seinem Texture-Pack total geil aus. Bei meinem sieht es eher aus, wie so eine, als hätte hier irgendwie so ein Mädel so einen leichten, femininen Touch gehabt und die Wände rosa gestrichen. Okay. Ich benutze das halt in der Regel nicht, von daher lassen wir es dabei. Das ist natürlich auch schöner Fluss hier. Die hässliche Hütte da hinten, da, die hat der Kruse gebaut. Brauchen wir uns nicht weiter angucken, weil er einfach nur Langeweile quasi irgendwas in den Berg gegrieft hat. Auch eine schöne Hütte, ebenfalls von Sunny. Man könnte meinen, die ist von Seha, ist sie aber nicht. Also der hat sich, glaube ich, den Style ein bisschen abgeschaut von ihm, mit diesem gelben Clay. Ja. Ja gut, aber darauf kommt es ja jetzt nicht. Genau, darauf kommt es nicht an. Natürlich müssen wir von Baowulf, der ja diese riesige Hütte gebaut hat, auch seine Hütte nochmal betrachten. Ich meine, er heißt hier Baubeutlin, aber es ist der Baowulf offiziell. Ist natürlich jetzt vom Style her, ich meine, er hat die andere Hütte gebaut, ihr wisst, Erwartungen sind groß, hier sich die Hütte anzugucken. Das ist ein Killer Ferkel. Da fällt es natürlich schon direkt auf, dass der Kamin nicht symmetrisch ist. Wir haben 3 Blöcke da, 4 Blöcke da, fällt mir natürlich sofort auf. Ist wahrscheinlich sogar Absicht, um eben nicht so eine Symmetrie drin zu haben. Schönes Teppichdesign übrigens. Hier natürlich auch wieder so ein sehr modernen Edelstahl her, der einfach super zur Geltung kommt hier. Ich finde natürlich super geil auch diese Abzugshauben, das ist natürlich ein cooles Design, muss man echt mal sagen. Also die was doch perfekt kommt. So reinpasst. Mm. Ja, genauso wie als wir damals die Bude von Kruse angeguckt haben. Und du mit deinem Sporn nach dem Motto. Und hier haben wir den hochmodernen Edelstahl-Herd. Genau. So, wir sind auch fast schon rum. Ich gehe jetzt mal hier noch die Treppe hoch, hier nochmal die kleine Brücke rüber, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Spawn. Da, hier ist auch noch Hütten, die hat der Remix angebaut und da hinten, wollen wir mal hochfliegen. Ach, Remix baut die auch schon? Ja, der hat auch mal ein bisschen gebaut. Das ist die Hütte vom Michael York. Ich weiß nicht, ob der Chris DJ der auch, ob der Chris DJ der auch der Chris DJ, soweit ich weiß, baut die auch. Michael Gamci. Ja, Michael, ja. Gleichzeitig muss ich natürlich an unsere Coolcraft-User oder die Leute, die jetzt extra wegen dem Hobbit-Dorf auf Coolcraft joinen, natürlich auch mitteilen, dass wir hier hinten noch jede Menge Platz haben, um richtig schöne Hobbit-Höhlen zu bauen. Also ihr seid ja definitiv nicht jetzt aufgeschmissen und sagt, oh, ich kann ja irgendwo bauen. Also Platz ist genug. Ich muss sagen, also ich habe diesen Bereich hier bisher noch nicht gesehen und der gefällt mir jetzt schon richtig übelst geil. Ja, vorgestern Abend habe ich noch angelegt, weil ich mir dachte, komm, war ein neuer Bereich. Natürlich hat der Sunny natürlich auch wieder seine Hütten hier direkt reingeknallt und den Platz natürlich voll ausgenutzt. Ich sag mal, genug Platz ist da, wenn kein Platz mehr da ist. Also ich mache definitiv viel Terraforming hier. Also ich würde euch auch neue Hütten, oder Platz für neue Hütten auf jeden Fall, ja, zeigen. Oder auch entsprechend dann einrichten. Also da sollte es nicht dran hapern. Wenn ihr keinen Platz... Da ist unser kleiner Seher. Der Seher! Der wollte natürlich offiziell mal ins Video rein, der Kerl. Guckt euch ihn an. Das ist übrigens der Seher. Wir können natürlich schön von hinten, von allen Seiten angucken. Mal so ein Optifine-Cape. Also absoluter Optifine-Spender. Erstmal Respekt dafür. Richtig klasse. Ja, bin ich auch. Käfig natürlich auch. Ich nicht. Nein. Also ich bist bin hässlich. Da sehr... Genau, ich bin absolut... Du bist unwürdig, Optifine zu nutzen, obwohl ich es trotzdem tue. Ja, ich würde sagen, ich fliege nochmal gerade hoch, weil dann brauchen wir die ganze Strecke nicht nochmal fliegen. So, gehen wir zum Spawn zurück. Und hier ist noch ein kleiner Garten. Ja, und da drüben haben wir auch noch unsere die Hütte unserer Supporterin. Ja, da muss ich natürlich auch noch erwähnen, Mrs. Apfelpopo, die müssen wir eigentlich nochmal angucken, weil ich habe gehört, die hat so ein paar Innenarchitekten beauftragt, ihr Haus zu verschönern. Oha, also da bin ich mal bei... Das müssen wir uns auf jeden Fall erwarten. Also ich meine, der Michael York und der Chris DJ haben hier an der Hütte definitiv gebaut. Ja, auf alle Fälle. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, also der Architekt der Inneneinrichtung kommt, ist momentan auch draußen. Ja... Also war es eben gerade. Oder was? Oh, hier mit, Zündung liegt auch warm. Hey. Was? Hast du soll da? Das so sein? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Das ist irgendwie strange. Ich hab die Tür aufgemacht, funktioniert nicht. Dann geht das alles auf und, ich glaube nicht, dass es der Sinn des Ganzen ist. Wir lassen es ja, kaputt machen. Ja, das soll eigentlich ein kleiner Pool sein. Wie auch immer. Also ein Pool zum Ausklappen, keine Ahnung. Was haben wir hier? Ja. Herzlich willkommen in der Mrs. Herzchen Lounge. Oh, das ist aber sehr sexy. Oh, die Küche ja, vor allem. Franzi, also, du darfst ja auch nicht vergessen, Franzi ist ja Porterin der Herzen.
Oh ja, genau. Also falls ihr hier total auf die hübschen Mädels in Minecraft steht, ihr müsst alle auf Kultkraft schauen. Jetzt habe ich bestimmt, wir haben ja locker mal 40 User mehr. die Küche ist sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Also es gefällt mir echt gut. Natürlich auch schön mit Kamin hier. Hier gibt es noch einen Raum, das ist irgendwie so ein Wohnzimmer, würde ich mal behaupten. Oder Schlafzimmer. Schlafzimmer mit Truhen und sonstiges. Hier ist auch irgendwie Aufbewahrungsraum. Also aus der Hütte haben die schon echt viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also sieht sehr schick aus. Oh, sogar eine Dusche mit Abfluss. Also Respekt. Was? Und zwar kein Klon, kein Waschbecken, aber immer eine Dusche. Ja, also dann wissen auch alle, wo sie immer... Nein, ich glaube nicht, dafür ist die Dusche definitiv zu schade. Ah, hier ist die Dusche. Genau. Ich würde wieder rausgehen, so. Ich denke mal, ihr habt jetzt den größten Teil gesehen. Ich denke mal, da kommt der Seher auch wieder und der Kiffi auch natürlich. Die wollen natürlich auch nochmal auf die Endscreen drauf. Ich denke, ihr habt das größte Teil von nochmal Hobbitdorf gesehen. Wenn ihr euch das selbst angucken wollt, könnt ihr das natürlich machen. Joint einfach auf kultkraft.de, das ist die Server-IP, ihr könnt direkt drauf joinen. Ihr habt gesehen, wie ihr vom Spawn zu diesem Hobbitstadt kommt. Falls dem nicht so sein sollte, ich werde auch nochmal in die Beschreibung, die Wegbeschreibung entsprechend reinschreiben, falls ihr jetzt wirklich nur daran interessiert seid. Nichtsdestotrotz, Kultkraft bietet auch viele andere Möglichkeiten. Wir haben moderne Städte, wir haben ein Survival, wir haben eine PvP-Area. Also, wenn ihr einen neuen Server sucht für Minecraft, einfach joinen. Und ich denke mal, aufgrund der Community und Teamspeak und so ist es definitiv... Wie gesagt, also wir sind eigentlich alle recht freundlich, auch im TS und so. Meistens, ja, meistens. Meistens sind wir alle meistens lieb. Immer. Meistens ja, sofern immer man lieb. Nicht irgendwie... Meistens nein, sind wir immer lieb, das ist gut. So. also, joint, wir würden uns freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das gefallen hat und ihr mein Let's Plays total klasse findet, aber würde ich mich natürlich über ein Abo natürlich immer super freuen und Kommentare sind im Video auch immer absolut erwünscht. Beende mir da hiermit das Video. Daumen nach oben, genau wie man es nennt. Schönen Abend noch und bis dann.